Ja, ich denke, ist eine ganz gute Ergänzung jetzt zu allem, was wir schon gehört haben und macht so für uns auch den Kreis fast rund. Genau, also wir haben einfach gemerkt, wir haben ja am IDI relativ viel Unterstützung für die Lehrenden in den letzten Semestern aufbauen können. Und zwar in der Kooperation aus Stud-On, aus dem E-Prüfungsservice und auch ganz stark aus dem Projekt Quiz. Und haben dabei gemerkt, dass die Lehrenden immer zu wenig Ressourcen haben und auch natürlich einen sehr unterschiedlichen Erfahrungshorizont, was das Thema digitale Lehre und mediendidaktische Konzepte angeht. Wir haben einen Bedarf identifiziert an Unterstützung, wenn es darum geht, Content zu generieren, wenn es darum geht, Kurse zu betreuen. Und für uns ist ein gutes digitales Lehrangebot, eines, das unbedingt betreut wird, um eben all diese Aspekte der Interaktion und Kommunikation und des sozialen Lernens zu unterstützen und auch interaktiv und schnell reaktiv auf Störungen und akute Bedarfe im Kurs reagieren zu können. Und eben auch einen Bedarf an Kenntnis zu mediendidaktischen Konzepten. Basierend auf der Idee, die Partizipation der Studierenden einfach noch weiter nach vorne zu schieben und Aspekte der Co-Kreation zu nutzen, haben wir dann versucht, am IDI vorhandene Angebote eben aus Quiz, Angebote, die am Learning Lab stattfinden und aus Stud-On zu einem neuen Angebot zusammenzustricken. Und waren damit tatsächlich im Sommersemester 2020 das erste Mal am Start. Also die Konzeptionsphase dieses Angebots lag noch in der Zeit, als wir dachten, es wird ein ganz normales Sommersemester. Und sind dann angetreten mit unserer neuen Schlüsselqualifikation eben die DD-Experts. Unser Ziel und die Zielgruppe waren, dass wir gerne Studierende ausbilden wollten, die eben die Lehrenden unterstützen können an den Lehrstühlen in Rolle als Hiwis im Idealfall. Und zwar zum einen bei der Konzeption von Lehrangeboten, also tatsächlich auch im Idealfall im Austausch mit den Lehrenden, um die Studierendenperspektive einzubringen. Was wünschen sich denn die Studierenden? Wie erfahren die denn digitale Lehre? Wo sind denn da die Bedarfe? Dann natürlich auch ganz stark die existierenden mediendidaktischen Konzepte zu lernen und zu multiplizieren an die Lehrstühle. Und dann aber auch eben diesen Aspekt Contentproduktion. Wie setze ich denn diese digitale Lehre um mit den Werkzeugen, die wir hier an der FAU durch Stud-On auch zur Verfügung haben? Sodass wir inhaltlich das Ganze so gestaltet haben, dass es einen großen Block einfach an mediendidaktischen Konzepten gab und auch einen ganz großen Block Umsetzung, also sprich Stud-On, was gibt es für Objekte und wie kann ich die didaktisch sinnvoll für die Lehrveranstaltung einsetzen. Konzipiert hatten wir das Ganze als Blended Learning Kurs mit drei Präsenzsitzungen und vier jeweils dazwischenliegenden, also alternierenden Selbstlernphasen, wo die Studierenden dann auch Einsendeaufgaben abliefern mussten. Die Schlüsselqualifikation hat den Umfang von 5 ECTS und uns war es total wichtig, dass wir das mit Stud-On auch begleiten, um einfach Inhalt und Methode miteinander zu verbinden. Konkret hatten wir einfach einen Stud-On-Kurs angelegt und wollten zwischendrin Präsenzsitzungen machen, die wir dann eben im Rahmen des Online-Semesters dann tatsächlich synchron über Zoom abgebildet haben. Das waren immer relativ lange Blöcke, ungefähr 5 Stunden hatten wir für die Präsenzsitzungen angesetzt und haben das dann über Zoom nachgebildet, indem wir ganz viel die Gruppenarbeiten in Breakout-Sessions gemacht hätten und tatsächlich da auch die Chance genutzt haben, mit den Studierenden dann immer in die Diskussion zu kommen. Also wir haben viel auf der Metaebene sozusagen mit denen gearbeitet und das war total spannend. Also genau all diese Diskussionen, die wir jetzt heute auch hatten, warum sind denn die Kameras aus? Was könnt ihr denn da euren Lehrenden für Tipps geben? Geht da in die Diskussion, macht es transparent und bringt eure Belange da auch mit ein. Zwei, drei Blicke jetzt noch auf den Inhalt, was passiert ist. Die Studierenden sollten selber anhand eines selbstgewählten Themas ein didaktisches Konzept entwickeln. Wir hatten da relativ viel vorgegeben, um das auch so ein bisschen didaktisch einzugrenzen und die Reduktion leichter zu machen. Wir hatten dann eine sehr intensive Review-Phase, wo die erst in Peer-Reviews gegangen sind und wir dann auch im Rahmen der synchronen Sitzungen diese Konzepte diskutiert und weiterentwickelt haben.
Und dann sollten Sie eben im weiteren Kursverlauf, nachdem Sie die ganzen digitalen Werkzeuge aus Stodon kennengelernt hatten, Ihr Konzept tatsächlich auch in Stodon umsetzen. Da sind super Kurse rausgekommen. Ich zeige jetzt einfach hier nur mal so zum Gucken und um den Eindruck zu bekommen, die Kurseinstiegsseiten, die aus dem, was wir so auch von den Lernenden teilweise gesehen haben, echt schon eine riesengroße Möglichkeit auch aufzeigen. Und die Studierenden haben dann auch berichtet, dass sie die Kurse natürlich dann auch ihren Lernenden an den Lehrstühlen gezeigt haben. Und allein dadurch ist jetzt schon ein ganz guter Diskurs und eine Weiterentwicklung passiert. Kurzer Blick zurück. Wir als Dozententeam vom ELI haben mit dem Kurs super Erfahrungen gemacht. Wir werden ihn jetzt im Wintersemester auf jeden Fall wieder anbieten. Wir werden auch ein bisschen skalieren und auch uns ist es total wichtig, dass wir diese Konzepte individuell feedbacken können und da einfach ja, einen intensiven Austausch gehen können. Alle unsere Teilnehmenden haben am Ende des Kurses das Zertifikat erworben. Und zwar wichtig, dass wir diese Kompetenzen einfach auch tatsächlich sichtbar machen können und die Studierenden dann auch sich mit dieser Qualifikation für Hiwi-Jobs bewerben können oder auch schon aus den Hiwi-Jobs, aus denen sie kamen, einfach da sich entsprechend präsentieren können. Das Feedback der Studierenden war durchweg positiv und die besondere Herausforderung, die wir dann hatten durch diese Digitalität, war auch eine große Chance. Also alle Aspekte, die wir heute diskutiert haben und noch ein paar mehr, kamen da dann auch ans Tageslicht. Mit Stodon, über Stodon arbeiten, dann tatsächlich dieser Austausch am Lehrstuhl. Ich habe schon mit meinem Professor interagiert und wir haben schon neue Ideen gehabt. Die Kombination aus dieser didaktischen Sicht und eben die Umsetzungskomponente, das waren Rückmeldungen, die wir von den Studierenden bekommen haben. Kurzer Ausblick, wie geht es weiter? Wir haben eine Gruppe eingerichtet, weil wir gerne mit den DIL-Experts auch über das Sommersemester hinaus in Kontakt bleiben möchten. Wir möchten gern, dass das Thema und die ganzen Kompetenzen tatsächlich auch in die Fachbereiche rausgetragen werden, dass die Studierenden sich da einbringen, als Multiplikatoren und Bindeglied fungieren, und zwar tatsächlich zwischen den Kommilitonen und auch den Lehrenden. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und auch eine Chance und wir möchten unsere DIL-Experts da auch weiter begleiten. Wir möchten auch im Erfahrungsaustausch bleiben, also Valentin Weber, der ja heute auch hier an der Diskussion sich beteiligt, kann die Aspekte jetzt dann einfach hier auch mit einbringen. Darüber hinaus haben wir auch eine Studie geplant, wo wir nach dem nächsten Durchlauf, wenn einfach die Grundgesamtheit ein bisschen größer ist, wir den Co-Creation-Ansatz untersuchen wollen und auch Schwerpunkt legen wollen auf Medienkompetenz als berufsqualifizierende Schlüsselkompetenz und haben auch die Idee, dass wir noch ein Pro-Format anbieten wollen, wo wir dann einfach vertieft noch spezifischere Aspekte behandeln wollen, also zum Beispiel das Thema E-Betreuung vertiefen oder das Thema Lernfilme produzieren. Da hatten wir auch unsere Studierenden gefragt, welche Themen sie sich denn wünschen. Und müssen einfach gucken, was wir in den nächsten Semestern dann auch kapazitätsmäßig noch anbieten können. Genau, zum Abschluss noch mal dann auch für die Dokumentation einfach die Links zu den Seiten, die jetzt heute auch schon mehrfach genannt wurden. Es gibt einfach an der FAU ein Riesenangebot für die Studierenden. Ganz zentral am CIVIS mit ganz vielen Kursen zum Thema digitales Studieren. Es gibt an den Fakultäten unzählige Initiativen. Es gibt zentral am ELI-Seiten und Unterstützungsangebot. Und mein Appell an die Studierenden ist, nutzen Sie diese Angebote, geben Sie auch Feedback. Was bringt Ihnen das? Was fehlt Ihnen vielleicht noch? Wo stehen Sie gerade, damit all die Stellen, die sich an der FAU um Ihre Belange kümmern, tatsächlich auch die Chance haben, die Angebote bedarfsgerecht weiterzuentwickeln? Es gibt auch im Rahmen von Stodon ein Hilfspaket, wie nutze ich Stodon für mein Lernen. Und schließen möchte ich nochmal mit dem Anmeldelink zu den DIL-Experts. Es gibt tatsächlich noch ein paar Plätze fürs Wintersemester. Vielen Dank.